Waffe bei all den Bildungsanstrengungen, dass der Bund die gesamten zusätzlich innovativ bleibt hier und da will ich dann auch auf einige Dinge hinweisen. Das ist nur das Stadtteil Neuss-Leibniz den Flaggschiffen, dass wir jetzt eine Grundgesetzänderung machen, wo der Bund in Zukunft in der Lage sein wird. Luftangriffe auf Gaza gestartet und gestern Nacht die Bodenoffensive angefangen. In diesem Zusammenhang sind bis jetzt über 200 Palästinenser getötet worden. Ich glaube, man muss an dieser Stelle ganz klar sagen, Israel hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Das muss natürlich immer angemessen durchgeführt werden. Aber es gibt eine völlig neue Qualität der Bewaffnung der Hamas. Die israelischen Städte wie Jerusalem und Tel Aviv sind mit Raketen erreichbar. Das alles ist ja auch versucht worden. Und jedes Land muss sich natürlich, wenn es so angegriffen wird, auch wehren. Und deshalb geht es hier darum, dass wir an politischen Lösungen arbeiten. Ich habe Ihnen das vom Bundesaußenminister, und damit bin ich natürlich total einverstanden, gesagt. Und wir hoffen, dass die ägyptische Initiative dann auch im arabischen Raum eine ungeteilte Zustimmung findet. Diskriminierend wird für Ausländer. Wie will die Bundesregierung verhindern, dass EU-Partner klagen? Von allem, was im Nahen Osten geschieht, ist natürlich die Türkei auch immer sehr schnell betroffen. Deshalb habe ich mich schon oft in den Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten dafür eingesetzt, dass es möglichst auch ein konstruktives Verhältnis zwischen Israel und der Türkei gibt, dass man natürlich auch gemeinsam für eine Zwei-Staaten-Lösung wirbt. Und das werden wir auch weiter miteinander besprechen. Was die Wahl anbelangt, so geht es ja hier um diejenigen, die eine türkische Staatsbürgerschaft haben, das heißt, die dann auch den Präsidenten mitwählen können. Und die Bundesregierung wird und die Bundesrepublik Deutschland wird versuchen, die Voraussetzungen dafür gut zu schaffen, dass diese Wahl möglich ist. Über jeden, der mit deutscher Staatsbürgerschaft in Deutschland wählt, freue ich mich natürlich, wenn er sich für die CDU entscheidet. Das wird Sie nicht verwundern. Schauen Sie, ich kann ja nur immer wieder mit allen Seiten auch sprechen. Ich habe immer wieder Kontakt, auch mit dem Premierminister Netanyahu. Meine Überzeugung ist, dass beide Seiten schmerzhafte Kompromisse eingehen müssen. Trotzdem stehen wir, wenn es um die Selbstverteidigung geht, an der Seite Israels, weil jeder Staat das Recht dazu hat und Deutschland dieses Recht auch immer wieder zum Ausdruck bringen wird. Frau Kollegin. Schauen Sie, wir stehen zu allen Aktivitäten bereit. Wir werden uns immer wieder für eine politische Lösung einsetzen. Aber nicht zu Sanktionen zum Beispiel gegen Russland. Es gibt noch genügend Fragesteller hier, Herr Kollege. Sanktionen. Aber gegen Israel, da denkt man oder überlegt man tausendmal und dann sagt, nein, das kann nicht wahr sein. Also um das abzuschließen, Herr Dick, ich sehe einen deutlichen Unterschied zwischen der Frage Russland und Ukraine und Israel. Ja.